Wir haben ja eine Situation, dass Energieversorgung, vor allen Dingen Stromproduktion, immer dezentraler wird und wir synchronisieren müssen Verbrauch und Produktion. Und das geht nur, wenn man digitale Möglichkeiten einsetzt, wenn man Daten einsetzt. Vor in Deutschland, wir haben sehr ehrgeizige Klimaschutzziele im internationalen Rahmen, auch für Deutschland. Und wir haben den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen. Das ist kein einfacher Prozess, weil wir über eine Industriegesellschaft reden, über eine Transformation. Also man darf da nicht mit Naivität rangehen. Aber wenn man von vornherein den Weltuntergang sieht, dann verpasst man die Chancen, die ohne Zweifel in der Mobilität von morgen stecken, in der Energieversorgung von morgen stecken, in der Frage der Energieeffizienz. Wir müssen dafür sorgen, dass die Sektoren gekoppelt werden können und wir müssen die Energiewende insgesamt stärker mit der Digitalisierung zusammendenken. Das ist eine Rieseninnovationschance für unser Land und darauf setzen wir.